Im Vorfeld der traditionellen Frühjahrslandwirtschaftsmessen und Ausstellungen in mehreren Ländern und der Europawahl im Sommer haben in letzter Zeit in ganz Europa die Proteste von Landwirten zugenommen. Die Probleme sind von Land zu Land unterschiedlich, aber im Allgemeinen geben Landwirte und Viehzüchter an, dass sie von den Reformen des grünen Übergangs der Wirtschaft am stärksten betroffen sind und mehr Subventionen benötigen. In Berlin trafen sich Landwirte mit Ökoaktivisten. Gemeinsam gründeten sie die Allianz Wir haben es satt. Die Landwirte betonen, dass sie eine umweltfreundliche und gentechnikfreie Landwirtschaft voll und ganz unterstützen. Aber dafür bräuchten sie faire Preise. Nach den Massenprotesten in Südfrankreich will sich der französische Premierminister Attal am Montag mit dem Präsidenten des Bauernverbandes treffen.